Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Jetzt wollte ich schon GTA 4 sagen. Nein, natürlich Industrial Craft 2. Nicht GTA 4. So, wie man schon sieht, habe ich zu einem jetzt gerade keine Facecam an. Und zum anderen etwas anderes. Hier schaut es nämlich ein bisschen anders aus als sonst. Ja, ich habe mal kurzerhand beschlossen, wir probieren mal die Shader Mod aus. Und kommt, wir schauen jetzt mal kurz hoch. Da sieht man schon die schönen Schatteneffekte. Komm, wir gehen runter. Ich glaube, das ist vielleicht besser. Komm, wir gehen runter. Dum, 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 dum. Oh, es schaut schon cool aus. Halt, nein, ich wollte runtergehen. Moment, 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 Moment. Runtergehen. Shader Mod aus, anschauen. So. Hier schaut's doch schon ein bisschen besser aus. Ja, die strahlende Sonne. Yeah. Ja, das ist Sonic Adders Unbelievable Shader Mod mit, ich glaube, der normalen Shader Texturen. Ich habe da jetzt nicht rumgeschraubt oder so, aber ich finde das Wasser halt absolut geil. Schaut richtig cool aus. Da hinten lädt es noch nicht so richtig. Man sieht ja auch ein bisschen, dass es spiegelt. Ich glaube, von hier sieht man das gar nicht so gut. Auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ich habe erstmal ewig gebraucht, das überhaupt zu installieren. Das war ein, ja, kleines Drama. Ah, ich hab's inzwischen geschafft und wir könnten ja mal kurz das Bambusfeld neu anordnen. Ja, neu anordnen ist jetzt übertrieben. Halt. Einmal abernten und wieder aufernten. Nennt man das aufernten? Anpflanzen halt. So, jetzt da. So, warum ich den, warum die Facecam aus habe? Ich wollte mal. Nee, ich wollte mal was fragen. Wie habt ihr mich vorgestellt? Also wie habt ihr gedacht, dass ich ausschaue? Nur allein von der Stimme her. Und damit ihr jetzt nicht mich sozusagen als Vorbild nehmen könnt. Ja, okay, wenn ihr die vorigen Folgen gesehen habt, dann wisst ihr eigentlich, wie ich ausschaue. Aber so seid ihr noch relativ gerade unbelastet. Und naja, könnt ihr mal so schreiben, wie ihr gedacht habt, schaue ich eigentlich aus. Das würde mich sowieso interessieren. So allgemein, wenn ich früher bei einem anderen, oder ich schaue ja immer noch andere Let's Player, bloß da weiß ich jetzt, wie die meisten ausschauen. Da habe ich mir das teils komplett anders vorgestellt, als ich sie dann wirklich gesehen habe. Huch, jetzt. Ach, warst du schon wieder? Warst du schon wieder? Oh, ja, Moment, so. Moment, bei mir ist gerade die Musik ein bisschen zu laut im Moment. So, jetzt da. Wo war ich? Genau, schreibt mir mal, wie ihr gedacht habt, dass ich aussehe. Komm, wir laufen jetzt noch ein bisschen draußen rum, das schaut einfach zu geil aus. Mit der Shader Mod. Huch, was ist denn da passiert? Einbruch. So. Man merkt zwar nicht viel. Also so merkt man es jetzt eigentlich nicht wirklich. Man sieht so kleine Schatten. Was ich eigentlich ganz gut finde, dass man es nicht immer direkt merkt. Außer dass es vielleicht ein bisschen heller ist. Boah, in der Wüste ist es extrem hell. Ich glaube, das ist schon ein bisschen überbelichtet. Weil das Sand so extrem leuchtet. Aber mit dem Wasser schaut es halt richtig cool aus. Und wenn halt die Sonne untergeht oder aufgeht mit den langen Schatten, das hat auch was. Oder der Sonne entgegenblicken mit ihren Strahlen. Das sieht man jetzt nicht so schön, jetzt ist hier ein bisschen überbelichtet. Ich weiß nicht, wie man das ändert. Ich muss das noch rausfinden. Aber wir spielen jetzt mal ein bisschen mit der Shader Mod. Mal schauen, wie lange. Wahrscheinlich bloß eine Aufnahme, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht. Aber schaut schon cool aus. So, bevor mir jetzt ewig die Shader Mod anschauen, müssen wir noch mal was tun. Also irgendwas tun sollten wir auf jeden Fall. Also wäre jetzt nicht schlecht und so. Können wir kurz den Moment, ich mach mal kurz den Nether schauen, wie der Nether mit Shader Mod ausschaut. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Wartet mal. Huch! Wo kommst du her? Alter! Hallo? 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 Scheiße! Hallo? Fällt mir der Gänsecke? Hallo? Der will nicht! Scheiße. Warum? Hallo? Ey, lass mich in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Hallo? So ein Arsch. Ich treffe den nicht. Au. Moment, komm mal mit. Au, jetzt. Nee, komm mal mit. So, komm mal hierher. Komm mal hierher, Burschchen. Vielleicht schaffe ich es ja, dass er. Oh, warum habe ich noch so wenig Brot dabei? Komm schon, ja, so mag ich das. Jetzt muss ich mich bloß irgendwie bloß ausharren, bis es stirbt. Stirbst du auch mal?
Oh, Gott sei Dank. Puh, das unsterbliche Skelett. Aber warum konnte ich es nicht töten? Gott, wie viel Lava hier auch ist. Okay, hier im Nether merkt man irgendwie herzlich wenig. Okay, das Licht ist ein bisschen anders. Kann ich irgendwo anders rausschauen? Ich meine, wir hatten... Ne, hier hatten wir unseren Weg genau mit Fackeln markiert. Da hatten wir ja noch ein bisschen Glowstone. Das wollte ich hier mit einer Silk Touch irgendwann holen. Gott, der rennt mir auch voll im Kreis. Huch. So, aber wenn man jetzt hier so schaut. Oh, es ist halt arg dunkel da hinten, aber so wirklich viel merkt man im Nether von der Shader Mod nicht. Auch nicht schlecht. Also sprich, die Shader Mod ist für Nether, naja, ungeeignet, möchte ich jetzt nicht sagen, aber man kennt keinen Unterschied, oder? Moment, ich mach mal kurz raus. Shaders, keine. Es ist halt dunkler. Und da schießt gleich die FPS in die Höhe. So. Moment, stell das wieder an. Huch. Es ist einfach heller. Joa. Okay, gehen wir einfach mal wieder zurück. Da können wir auch noch kurz den Unterschied machen. Shader? Nicht Shader. Moment, warte. So schaut's mit Shader aus. Und. Du-du-dum. So, ohne. Mal wieder Shader an. Na, jetzt da. Das ist der Shader-Mod. Sonnenshader? Sonnenshader. So, und kein Sonnenshader. Komm mal wieder an. So. Jetzt lasse ich es auch. Hua. Okay, toll, jetzt sind wir den ganzen Tag rumgelaufen und haben eigentlich nicht wirklich was vollbracht. Wie schaut's denn gerade mit meiner Ernte aus? Die ist noch nicht so weit. Dann kann man hier mal die Seeds reinhauen. Woher mich auch den. Ach genau, den hatte ich gerade vom Dingensen. So. Zack. Zack. Ich habe nämlich noch eine kleine Idee. Dazu brauche ich ein paar Kühe, weil ich möchte bei meinem Lagerhaus noch ein bisschen was verändern. Oh, kleine Kuh. So, mal du mit der. Oh, und jetzt kommen wir mal hierher. Dann haben wir noch zwei große. Dann du mit der braunen. Die braune hat anscheinend schon. Dann vielleicht mit der oder der oder der oder der oder. Hallo? Der? Hallo? Jetzt da. Okay, ich glaube, ich lasse es jetzt, weil ich finde ja jetzt schon inzwischen keinen mehr. Auch wenn alle zu mir hergerannt kommen. So, weil ich möchte unten anstatt den Blöcken, also ich kann sie kurz zeigen. Machen wir zu. Ich habe mich hier bei meinem Lagerhaus. Dum 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 dum. Habe ich hier an den Seiten diese Blöcke gemacht. Das werde ich abändern. Ich werde dafür jetzt Rahmen nehmen, weil das geht ja jetzt mit 1. Wir sind ja auf der 147. Und da die Items hier was reinstecken. Vor allem dann funktioniert das auch mit Items. Ich weiß gerade gar nicht, ob das auch mit Industrial Craft Items funktioniert. Ich habe noch ein Pfeil im Schuh. Da. Großartig. Ich weiß aber nicht, ob das mit Industrial Craft Items und ja, überhaupt mit den ganzen Items funktioniert. Deswegen muss ich mal kurz schauen. Hab ich oben Leder? Sonst müsste ich jetzt eine Kuh schlachten. Ich schau mal kurz, ob ich oben Leder habe, bevor ich jetzt anfange, eine Kuh zu schlachten. Ah, da 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 da. Du. Tatsache, ich habe noch ein Leder. Und habe ich noch Stickies? Nein, aber die sind ja schnell gemacht. Stickies. Machen wir mal kurz einen Rahmen. Müssen die Rahmenbedingungen festlegen. Leather. So, Item Frame. So, und bauen noch irgendein Industrial Craft Item. Das ist ja im Prinzip Wurscht. Da, ich habe Sticky Resin. Warum gehe ich da jetzt eigentlich runter? Ich kann es ja gleich hier oben machen. Ist ja vollkommen egal, wo ich das mache. Ich will es ja gerade nur kurz testen. So, machen wir mal den hier und den hier. Das funktioniert ja wunderbar. Perfekt. Huch. Wo ist jetzt hin? Ach, da. Oder ich kann ja auch den da machen und den da. Hey, funktioniert auch super. Und hat sogar noch die gleiche Ladung. Wenn ich jetzt den da und den da mache, das geht auch. Hat es dann auch noch die gleiche Ladung? Tatsache. Die Ladung. Gut, das ist nicht immer verbuggt. Hey, das ist ja super. Gut, dann machen wir es nämlich so. Dann sieht man trotzdem das Ganze und wir können auch Items reinstecken. Was auch nicht schlecht ist. So, wo packe ich jetzt die Frames in der Zeit hin? Moment, die Hintergrundmusik. Das ist The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Der Waldtempel.
Ein Creeper! Die Sonic und jetzt schaut es irgendwie nicht so majestätisch aus. Vielleicht weil es schon zu weit unten ist. Keine Ahnung. Gehen wir mal ins Bett. Hm, sieht man gerade nicht so schön. Schade. Obwohl der Mond scheint eigentlich auch geil aus. Das hätte ich auch kurz zeigen können. Egal. Bin natürlich auf der falschen Seite. Die Sonne geht auf. Oh, strahlt mir ins Gesicht. Moment, so. Ah. Aber irgendwie schaut es schon cool aus. So, jetzt habe ich. Ich glaube, es nehme ich schon 10 Minuten auf und habe eigentlich nichts Wirkliches vollbracht. Was hast du euch gesagt? Doch, ich habe einen Rahmen gemacht und ich habe die Kühe gefüttert. So, Punkt. Ich kann mal Sticky Resin runterbringen. So, Extractor. Und ja, dann habe ich das gemacht. Ja, huch. Hier irgendwie etwas extrem planlos in die Aufnahme. So, was haben wir denn hier noch? Ich muss mein Lagerhaus ausbauen. Ich habe hier einfach Zeugs drin. Komm, ich mache jetzt mal das Kupfererz. Ich habe davon nicht so viel, viel zu viel. Oh, hier habe ich noch Refined Iron. Stimmt, ich habe mal wieder nachgefüllt. Zack. Ah, genau, ich wollte den hier noch machen. 1, 2, 3. Ich wollte mein Diamond Drill, meine Mining Drill zur Diamond Drill aufwerten. Da-da! Kann ich Obsidian abbauen? Weil, ich habe was vor für die 50. Folge. Und ich bin noch ganz ein bisschen unschlüssig, wie rum ich es jetzt mache, weil ich möchte gerne auf eine Reise gehen, das kann ich ja schon mal sagen. Eventuell NPC-Dörfer finden oder so, keine Ahnung. Ich bin noch überlegen, ob ich einfach so loslaufe oder ob ich mir eventuell, also ob ich eventuell Nether gehe, vielleicht irgendwo in der Nether-Festung dann ein weiteres Portal baue und da dann rausgehe und mal schauen, wo wir dort landen. Ja, wie rum ich das jetzt mache, da bin ich auch etwas unschlüssig. Aber ich sammle auf jeden Fall schon mal das Obsidian dafür. Moment, vielleicht sollte ich Wasser dafür mitnehmen. Wo habe ich meine Eimer hingepackt? Die sind wahrscheinlich oben. Dann nehmen wir halt von oben Eimer mit. Ja, genau. Wir machen dann zur 50. Folge. Gehen wir auf Reisen. Ja, ich versuche es zur 50. Folge hinzukriegen. Wir müssen jetzt noch in der 45. sein, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Da sind die Eimer. Nehme ich einen. Ach komm, nehmen wir zwei Eimer mit. Dann füllen wir den anderen noch unterwegs mit Wasser auf. Und ich brauche mal was zum Futtern. Ach, ich habe noch Kekse und Steaks. Also, das ist ja super. Also, ich habe noch ein bisschen was. Was soll ich sagen? Oh, ach scheiße. Ich hatte gerade was im Auge und wollte es wegmachen. Hab dabei nicht gecheckt, dass ich dran schon an der Tür vorbei bin. Du, du, du. So, huch, jetzt hier. Gehst du raus! So. Aber hat schon was mit der Sonneneinstrahlung. Aber halt für die Höhle ist es halt irgendwie, naja, unspektakulär, weil es sieht man halt keine Sonne. Und wenn wir da unten als Kellerkind da ständig rumstopfen und Lager ausbauen, dann ist es ja auch relativ unspektakulär. Wir müssen mehr draußen arbeiten. So, dann kriegen wir ein bisschen Sonnenbräune und können dann vor unseren Freunden angeben, wie braun gebrannt wir sind. So machen wir das. Gut, aber zuerst müssen wir, naja, werden wir uns nicht bräunen, sondern erstmal hinabsteigen in die Höhe. Monster habe ich an, gell? Ja, doch, hab. Ach, ich dachte gerade, was ist das für ein Block? Dabei ist es bloß die Lichtentstrahlung, die es etwas anders aussehen lässt. So, ich wollte jetzt noch... ich wollte eigentlich noch Wasser sammeln. Hey, der Sonnenstrahl schaut hier cool aus. Ich wollte doch nochmal Wasser sammeln. Okay, nochmal nach oben. Unten gab es ja, glaube ich, nirgends Wasser, oder? Nee. Ich glaube mal da oben. Dann baue ich mir nämlich unten gleich einen unendlichen Brunnen hin. So für... Nee, jetzt Notfall. Und diese Treppe hier, die muss ich auch mal irgendwie optimieren. Das geht immer gar nicht. So, die nächste Wasserquelle. Ja, okay, gehen wir einfach ans Meer. Meer. Da ist Meer. Oder See? Ne, schaut mir nach Meer aus. Wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr. So, habe ich den Spruch auch noch kurz gebracht. Und jetzt noch kurz futtern und hinab. Diesmal wirklich hinab. In unsere Höhle. Der Schlund des Teufels wohl eher. Sind ja schon hier ein paar Mal gestorben. Heimgesucht von Creepern. Eigentlich ist es ja die Creeper-Höhle, so viele Creeper wieder waren. Noch so ein kleiner Skelett-Spawner, der ja auch noch rumsteht. Ja, damit mache ich auch noch was. Ich weiß, hier liegen überall noch Erze rum. Ah, die sind mir gerade egal. Ich möchte Obsidian.
So, machen wir hier. Wo machen wir das? Machen wir das hier irgendwo? Ich höre einen Enderman. Das ist ja super. Überhaupt nicht beunruhigend. Machen wir hier mal so unendlichen Brunnen. Komm, dann sammeln die mir die gleich wieder ein. Ich habe eigentlich eine Idee.